Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Abenteuers in Skyrim. Ich bin Aneflatur und ja, wir befinden uns auf der Drachenbrücke vor der Ortschaft Drachenbrücke und da sind wir stehen geblieben am Ende der letzten Folge und dann wollen wir uns da jetzt nicht aufhalten lassen. Wir gehen hier mal rein und sprechen einfach mal hier mit Arwen. Wollt ihr etwas von mir? Mit dir reden, aber du lässt nicht mit dir reden. Ihr braucht etwas? Nö, dann suchen wir uns jemand anderen, der ein bisschen gesprächiger ist als du. Und Mach zwar den Orgeier. Leute, die hart arbeiten, haben auch das Recht, einen über den Durst zu trinken. Das klingt so, als hättet ihr Probleme mit eurer Frau. Leute, die hart arbeiten, haben auch das Recht. Solltet ihr bereits ihre Bekanntschaft gemacht haben, wisst ihr vermutlich, wovon ich spreche. Ich schwöre, diese Frau ist der schlimmste Hausdrache in ganz Himmelsrand. Ich glaube, statt einem Herz sitzt ein Eisklumpen in ihrer Brust. Puh, du redest ja in den allerhöchsten Tönen von deiner Frau. Wie alt ist diese Steinbrücke über der Stadt? Schwer zu sagen. Sie ist alt, so viel steht jedenfalls fest. Sie stand schon lange vor der Stadt hier. Ich hoffe nur, die Brücke überlebt den Krieg. Ihr müsst in beiden Richtungen sehr weit gehen, bis ihr einen anderen Weg über den Kart findet. Wenn eine Seite verhindern will, dass die andere den Kart überquert, wäre es möglich, dass sie die Brücke einreißen. Na, das wäre ganz schön dumm. Verkauft ihr euer Holz besser, seit der Krieg angefangen hat? Darauf könnt ihr Gift nehmen. Die Nachfrage war noch nie so hoch. Zumindest nicht, seit ich die neue Mühle gebaut habe. Okay. Also gut. Ja, haben wir ja schon vermutet, dass diese Brücke sehr, sehr alt ist, was ja auch vor allem aus diesem sehr großen, grob gehauenen Stein irgendwie wie die Nordfestungen sind. Und dass es wohl auch wirklich ein sehr wichtiger strategischer Punkt ist. Was finden wir hier hinten noch? Nichts. In zwei Hälften gesägt. Dann schauen wir uns mal ein bisschen weiter um hier. Oh! Das sieht mir aber sehr nach. Was? Das müssen wir uns mal angucken. Was ist das hier? Außenposten. Ah ja. Ne, das ist auf jeden Fall das Lösegeld-Tag. Der steckt mal. Das ist auf jeden Fall Legion hier. Vier Schilde. Schönen guten Tag. Mensch, du, hier ist ja tote Hose bei euch. Ich, Feida, zeigt mir, wie man eine Taverne führt. Sie betreibt die vier Schilde. Okay. Dann reden wir mal mit der guten Frau. Ich heiße Feida. Ihr seid irgendwie anders, das kann ich euch sagen. Ich hoffe, ihr seid nicht auf Ärger aus. Ach, Ivo. Aber du willst uns auch also nichts erzählen. Irgendwelche besonderen Gäste hier? Wozu die Eile? Ah, auch nichts Spannendes hier in der Kneipe. Oh no. Hört ihr das auch? Ich habe gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Vampirjäger oder so in der alten Festung in der Nähe von Rifton. Ist vielleicht sogar bei den Göttern. Ja, was sage ich denn? Oh, oh, der schaut auch noch ganz speziell aus irgendwie, glaube ich. Was haben wir es hier zu tun? Komm runter, trau dich. Jetzt kommt er. Boah, der schaut ja echt voll speziell aus mit den Flügeln. Eis ist nicht so der Knaller. Probieren wir mal einen Blitz aus. Oh ja, Blitzmagier. Jetzt ist auch richtig schön schnell. Da erwischt man dann sogar in der Luft.
so. Da haben wir eh so unfassbar viele. Wir müssen nochmal weg. Da geht er down, das ist wieder ein wunderschöner Drache gewesen. Das sah wieder super aus. Tada! Wisst ihr, was ich total vergessen habe? It's a dragon! Beide. Gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Kein Drache ohne diesen Satz. Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich gebe euch Deckung. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dann nimm die mal, aber zieh sie nicht an. Des Kettenblitzes, das könnte auch witzig werden. Bei den Göttern. Geht ihr voran. So, Olda. Bei den Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Stört euch die Anwesenheit der Wachen hier? Nein. Natürlich begrüße ich die Anwesenheit bewaffneter Fremder, die sich einen feuchten Dreck um uns scheren. Natürlich stört es mich. Es ist sicher nur noch eine Frage der Zeit, bis sie unsere Mühle im Namen ihrer Kriegsanstrengungen beschlagnahmen. Und es wird nicht lange dauern, bis noch mehr Wachen hier sind. Dann verlieren wir auch noch unsere Häuser. Ja. Das hier ist erst der Anfang. Merkt euch meine Worte. Olda, ich glaube, wir haben schon viel über dich gehört. Besetzt eure Familie, Holzmühle. Sie gehört noch meinem Mann. Er wird sie schon bald verlieren. Er ist mit seiner Grundschuld im Verzug, aber das hindert ihn nicht daran, sein ganzes Geld zu versaufen. Jetzt sind wir hoch verschuldet, haben nicht den geringsten Heller und stehen kurz davor, unsere einzige Erwerbsquelle zu verlieren. Also ich bin jetzt Kamara, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage Ursache und Wirkung, ne? Also gut. Wer seid ihr? Asada Lülfiefe. Interessanter Name. Göttern. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Macht ihr euch Sorgen, in diesen gefährlichen Zeiten eine Familie zu gründen? Woher sollen wir wissen, dass der eine Familie gründen will? Aber natürlich. Jede Nacht bete ich, dass uns nicht ein Drache holen kommt. Oder die beiden Armeen auftauchen und um die Brücke kämpfen. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber um meiner Frau und meiner Kinder willen muss ich stark bleiben. Ihr habt übliche Gestalten erwähnt, die durch die Stadt gekommen sind. Hat er das? Hat er wirklich erwähnt? Die Kaiserlichen und die Sturmmäntel haben jeweils Reiter in diese Richtung geschickt. Sie suchen die Brücke und das umliegende Land ab. Sie haben in der Herberge übernachtet, dann aber ihre Rechnung nicht bezahlt. Sie sagten, Soldaten müssten nicht bezahlen, weil sie ihr Leben riskieren, um uns zu beschützen. Ah, na klar. Das ist noch nicht alles. Sie haben uns auch noch einen Haufen Holz genommen und einer von ihnen wollte sich sogar an meiner Tochter vergreifen. Diese Leute glauben, sie können sich alles erlauben. Ja, jetzt hört's aber auf, ne? Also die finden wir. Seid ihr von Markart hierher gekommen? Aber natürlich. Jede Nacht bete ich, dass uns nicht ein Drache holen kommt. Oder die beiden Armeen auftauchen und um die Brücke kämpfen. Dass uns nicht ein Drache holen kommt, so. Ihr fragt, ob ich mir Sorgen mache? Ich habe wahnsinnige Angst, wenn ihr es genau wissen wollt. Aber um meiner Frau und mein... Ich bin als Waise in den Straßen von Markart aufgewachsen. Ohne die Güte eines alten Kriegers namens Logrolf, der Gebeugte, wäre ich dort auch gestorben. Logrolf hat mich gerettet und gab mir genug Geld, um die Stadt zu verlassen. Ich bin dem Kart in nördlicher Flussrichtung gefolgt und kam dann schließlich hierher. Als ich Michelle kennenlernte, wusste ich, wo ich hingehörte. Mhm. Ich schätze, das ist alles. Jo, okay. Mhm, wer bist du? Bis zum nächsten Mal. Ach, den Namen Rohrgeier. Das versteck dich. Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Ja, Drachen steigen lassen. Da fliegt er!
Wo rennen denn die hin? Die will sich das wohl nochmal anschauen. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Taverne der hinterher. Der bewegt sich noch. Das müssen wir uns anschauen. Ich meine, das war doch gerade Magie, oder? Ja, Ich habe gehofft, dass ihr mich vielleicht unsichtbar machen könnt. Könnt ihr das? Na, ich kann dich zumindest verschwinden lassen. Wir könnten ihn schon unsichtbar machen lassen. Wir müssen ihm einfach nur einen Trank geben, aber ich fürchte, das kann ich nicht. Und ich dachte, dass ihr das machen könntet. Naja, muss ich mir eben was anderes einfallen lassen. Bis dann. Das muss man uns jetzt anschauen. Ist es echt so, dass die Leute dann dem Gerippe hinterher, da können wir sehr gut die komplette Map entführen. Ist ja unfassbar. Nee, das machen die echt. Hand zum Gruße, Freund. Ich freue mich über jeden fröhlichen Gesellen, der diesen herrlichen Tag genießt. Was passiert hier für seltsames Zeug? Ihr seht aber müde aus. Kommt, teilen wir uns doch eine Flasche Honigbräu mit. Gute Idee. Ihr habt den lieblichen Honigbräu mit noch nie probiert. Dabei ist er doch der beste Met außerhalb von Sovngarde. Er ist so süß wie der Kuss einer holden Jungfer in sternenheller Nacht. Und er ist so stark, dass er selbst einen Frosttroll auf den Allerwertesten fallen lässt. Okay. Aber genug geredet. Kommt. Wollt ihr nicht mit mir und meinen Gefährten trinken? Ja. Ja, warum nicht? Klar. Nichts ist besser, als den Krug zu heben, um, nun ja, die Stimmung zu heben. Prost! Auf geht's! Mögen eure Abenteuer euch Ruhm und Reichtum bringen. Aber zuvor schicken wir den Drachen wieder auf Reise. Oh, das war aber, das war kein guter Flug. Ah, der ist schief gegangen. So, jetzt hier. Meine Herren, stopp! Honigbräu-Met, da ist er. Zum Wohl! Ja? Was ist schon? Braucht etwas? Na dann. Zurück nach Drachenbrücke, da passieren seltsame Dinge, das finden wir gut. Wo ist denn der jetzt gelandet eigentlich? Treibt der jetzt vom Fluss ab? Oder was? Wo ist unser Gerippe? Da unten liegt's. Naja, das ist außer Reichweite. Ich hoffe, dass ich irgendwann meine eigene Feider zeigt mir, wie man reden, eine Taverne führt. Sie betreibt die vier Schilde. Okay, hier scheint es jetzt, wir könnten uns jetzt natürlich auf die Suche machen nach den Leuten, die hier wohl durchgeritten sein sollen. Oder aber, wir gehen nach Markart, da haben wir auch ein paar nette kleine Aufgaben zu erfüllen. Unter anderem zum Beispiel Abgeschworene, gibt es ein Thema. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch. Oh, Einsamkeit gibt es auch einiges. Wir gehen nach Markart. Na, ich brauche genau. So. Und sind jetzt da. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier so erledigen können. Also, wir haben einmal. Bringe die Dibella-Statue, klar, das machen wir sofort. Dann begibt sich zum Schrein von Talos, das ist auch interessant. Oder sprich mit Muiri, das ist das mit dem schwarzen Sakrament. Jo, also, Dibella-Statue, hier rein durch. Hat sogar offen. Grüßt euch. Nein, ich bin nicht Arnleif. Ja, ist gut. Ich weiß, der Laden heißt Arnleif und kenn dich.
Die Statue habe ich in einem Lager der Abgeschworenen gefunden. Ah, da ist sie ja. Dank dieser kleinen goldenen Kostbarkeit werden wir uns eine Weile über Wasser halten können. Jo. Danke. Hier, für eure harte Arbeit. Ich fand die auch schön, die Statue. Stellst du die hier irgendwo hin? Frage ich nur aus reinem Interesse. Wenn ihr etwas benötigt. Das ist ja auch einmal ein Riesenladen. Na gut, wir gehen weiter. Schrein des Talos. Ihr erinnert euch, als wir hier diesen Mord der abgeschlossen. Wollt ihr das ändern? Ihr macht den Stall zu. Punkt um. Ihr wollt jetzt aufgeben? Aus Furcht? Soll das unsere Tochter von uns lernen? Mama, warum streitet ihr mit Papa? Wir streiten uns doch nicht. Wir. Warum hole ich euch nicht was zu essen? Mama und Papa reden später weiter. Aha. Meine Familie kam vor Jahrhunderten hierher. Wir haben gutes Geld mit dem Schmieden des Silbers in der Stadt verdient. Aber ihr wolltet wahrscheinlich etwas über die ausgefallenen Figuren und Steinarbeiten erfahren, oder? Na. Das wollen Reisende immer. Hier, diese Lieferung muss zu Kalzelmo. Bringt ihr sie ihm doch. Er kennt sich mit der Geschichte Markarts besser als jeder andere aus. Kalzelmo? Ich würde dafür sorgen, dass er ihn bekommt. Danke. Er ist mitunter ein bisschen schwierig, aber ich bin mir sicher, dass er eure Hilfe schätzen wird. Okay. Schaut mal wieder an meinem Marktstand vorbei. Das machen wir, aber wir wollen ja erst einmal hier ein bisschen Markart anschauen. Also nichts über dieses Haus? Nein. Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Seltsame Lichter oder ungewöhnliche Geräusche? Es ist verlassen und das war schon immer. Entschuldigt, aber wisst ihr etwas über dieses Haus? Habt ihr gesehen, dass jemand hinein oder hinausgegangen ist? Gehörst du zu den Wächtern von Stenda? Warum fragt ihr? Ich gehöre zu den Wächtern von Stenda. Ah, wir wirklich? Vermuten, dass dieses Haus zur Daedra-Verehrung missbraucht wurde. Böse Rituale und so weiter. Okay. Braucht ihr vielleicht Hilfe? Ich wollte eigentlich gerade hineingehen. Da wollen wir mal gucken. Jemanden zu haben, der mir den Rücken deckt. Jo. Folgt mir und seid wachsam. Alles klar. Daedra sind mächtige und verschlagene Kreaturen. Jo, wissen Man wir. Man weiß nie, was einen erwartet. Na denn? Frisches Essen. Was? Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Das ist irgendwie... Merkst du auch, dass es hier irgendwie sehr, sehr neblig wird? Das ist es. Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid! Boah, du gehst da mit einer Selbstsicherheit. Versucht doch, sie zu öffnen! Ich? Na gut. Stendas Gnade! Das ist kein gewöhnlicher Daedra! Wir müssen Hilfe holen! Was zum... Er ist schwach. Und ihr stark. Okay. Zermalmt ihn. Ja, aber was bin ich? Nach euch. Los, gehen wir. Wir verschwinden von hier. Jetzt. Puh, Leute. Ich will ihn nicht schlagen. Ja, aber es ist Befehl ist Befehl, oder? So schwach ist er nicht. Naja, doch. Oh Mann, das tut mir schon echt leid. Ja. Eure Belohnung wartet auf euch, Sterbliche. Mhm. Weiter unten. Alles klar. Ganz kurz, ich muss das selber erstmal verkraften. Und außerdem müssen wir die Bude ausräumen. Hier schön ist.
Amulett von Dalos. Also die Lichtverhältnisse hier in der Bude sind nicht sehr angenehm. Oh, das ist eine Axt, Leute. Wir haben eine. Ha! Endlich haben wir eine Axt. Endlich können wir für Holz sorgen. Wenn es denn funktioniert. Ist es denn die Kinderpuppe wert? 10? Nö. Ist es nicht wert. Tja, haben wir gerade eiskalt den Ständerpriester, den Wächter, niedergemacht. Ich weiß nicht, ob man das auch anders lösen kann. Ich glaube es ja fast schon. Boethias Prüfung begonnen. Das müssen wir jetzt mal lesen. Das scheint hier nämlich irgendwie mit der ganzen Sache hier zusammenzuhängen. Also, wir beginnen. Boethias Prüfung. Der folgende Bericht ist wahr. Möge er denen, die Ohren zum Hören und Herzen zum Wissen haben, als Warnung dienen. An einem gewissen Tage, zu einer gewissen Stunde, versammelten sich die Gläubigen, um gewisse Rituale durchzuführen, in der Hoffnung, einen Blick auf ihre Herren erheischen zu können. Okay, das war aber eindeutig eine männliche Stimme. Naja, egal. Der Tag war richtig, die Beschwörung wahrhaftig. Der Schleier wurde zerrissen. Und sie erschien höchstpersönlich vor ihnen, furchtbar und herrlich. Sie war in Ebenerz gekleidet, schwärz heißt die mondlose Nacht und führte eine Klinge, die heißer brannte heißt die Oberfläche der Sonne. Und obwohl sie in der Form einer Kriegergöttin, der Dunmeer, erschien, erhob sie sich vor ihnen wie eine Statue, die aus dem roten Berg selbst gehauen wurde. »Warum stört ihr mich?« Überrascht beteten die Ersten unter ihnen. »O, Boethia, Fürstin der Heimtücke, Täuscherin der Nationen, Kriegerin der Schatten, Göttin der Zerstörung, wir sind gekommen, um euch zu huldigen.« Sie blickte auf ihre Anhänger, die sich versammelt hatten, um Zeugnis abzulegen. Missbilligend fragte sie den Ersten, »Sprecht der ihr mich zu kennen behauptet, wie soll ich euch kennen?« Eingeschüchtert sprach er, ich bete euch jede Nacht an und jede Nacht rufe ich euren wundervollen Namen. Sicher müsst ihr den Klang meiner Stimme erkennen, die Stimme eures unterwürfigsten Dieners. Sie legte die Stirn in Falten und seufzte und da war er plötzlich verschwunden. Die Luft ihrer Lungen hatten ihn aufgelöst. Sie wandte sich an den Zweiten und fragte, und ihr, welchen Wert sollt ihr eurer Existenz beimessen? Soll ich eure Existenz beimessen? Von ihrer machtvollen Stimme betäubt, verbeugte er sich vor ihrem immer finsterer werdenden Antlitz. Sie klatschte in die Hände und auch er war verschwunden. Zum Dritten, und ihr? Sagt mir, wie soll ich euch von jenen, die nicht mehr sind, unterscheiden? Erschüttert und im Angesicht der Auflösung seiner Brüder sprachlos flüstert er, habt Gnade mit uns. Sie blinzelte zweimal, einmal und er krümmte sich vor Schmerzen, zweimal und er war verschwunden. Sie warf einen vernichtenden Blick auf die Verbliebenen und sprach, ich gewähre keine Gnade. Und so ging es weiter. Sie stellte sie alle zur Rede, und doch sie hatten nichts zu sagen. Schließlich kam sie zu mir, die Augen voller Wut, die Zunge geifernd vor Hass und sprach, von meinen Anbetern verbleiben nur noch zwei. Sagt mir, Vorletzter, womit wollt ihr eure Existenz beweisen? Ohne zu zögern, zog ich meine Klinge, stieß sie dem neben mir, der neben mir stand, in die Brust und antwortete, ohne Furcht, fragt ihn, dessen Blut jetzt meine Klinge benetzt, ob ich existiere. Sie lächelte und die Tore des Reiches des Vergessens öffneten sich zwischen ihren Zähnen. Dann sprach sie, ihr, der ihr nun der letzte meiner Anhänger seid, sagt mir, warum seid ihr noch und die anderen nicht mehr? Erneut zog ich meine Klinge, bot sie ihr an und sagte, ich lebe, weil dieser hier tot ist.
Ich existiere, weil ich es so will. Und ich werde so lange verweilen, wie es Zeichen meines Handwerks gibt, so wie das Blut, das von dieser Klinge tropft. Sie nahm mein Geschenk an, nickte und sagte, in der Tat. Wenn euch das Blut in den Venen kocht und euch der Geist entflammt, während ihr das hier lest, dann werdet ihr von Boethia gerufen. In diesem Falle solltet ihr den Ruf folgen. Findet sie auf dem Berg, der Windhelm überragt. Trefft uns dort und lasst euch prüfen. Ja, okay. Mhm. Boethia, ohne neue Daedra oder so. Und das ist das Buch davon. Aber Boethia klingt jetzt sehr weiblich. Es wird auch von ihr hier im Buch gesprochen. Und die Stimme, die wir gerade gehört haben in dem Haus, ist aber doch eindeutig mal männlicher Natur, würde ich mal sagen. Wir gehen der Sache auf den Grund. Wir forschen weiter. Und zwar ganz einfach, indem wir da weiter runtergehen. Was ist das da? Ein Blasebalg? Den nehmen wir auch mit. So, also, wir gehen tiefer. Gucken mal, was wir da oben. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Oha. Oh, da wurde wohl ganz eindeutig gegraben. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Das sind doch alte Ruinen hier freigelegt, oder nicht? Irre ich mich da? Eindeutig zwergischer Natur. Alte Zwergenruinen. Oh, was haben wir denn hier? Okay. Okay, wir speichern mal. Okay. Ein rostiger Streitkolben. Der Tropf, das schaut irgendwie echt böse aus. Schaut euch das mal an, Leute. Puh, schaut das übel aus. Aber wir drücken jetzt mal auf den Streitkolben. Und ich glaube, dann passiert auch was ganz Böses. Zack. Glaubtet ihr wirklich, Molag Bal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Ich sehe nur die Stacheln der Falle. Ich sehe hier halt wirklich gerade keinen Streitkolben oder so. Schön scharf, nicht wahr? Ja, super. Das Letzte, das viele gesehen haben, bevor sie in meinem Namen geopfert wurden. Ja, tatsächlich. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Zum Beispiel und andere Daedra-Fürsten, ne? Boethia hatte ihren Priester angewiesen, ihn zu entweihen. So lange ist es her, dass er Blut geschmeckt hat. Bis ihr kamt. Was, Moment? Also Boethia hatte ihren Priester genau, dann habe ich ja gerade recht, indem ich sage, wenn Boethia auch eine Daedra-Fürstin ist, Molag Bal hier auch ein Daedra-Fürst ist, der Priester, was aber glaube ich nicht der Ständerpriester war, weil der ja zum ersten Mal hier drin im Haus war und Ständer ja eigentlich eine Göttlichkeit ist und das ist alles so verworren, Leute. Wollt ihr Rache an Boethia nehmen? Ich wollte euch nie helfen, lasst mich gehen. Wollt ihr Rache an Boethia nehmen? Nee, wir haben das. Nein, ich will Unterwerfung. Unterwerfung? Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boethias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Okay.
Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Eieiei. Na gut, Leute. Also, wir sind wohl scheinbar jetzt wieder in die Dienste eines neuen Daedra Molag Bal getreten. Sollen wir mal gucken, ob wir da über dem irgendwas rausfinden. Aber wir sind ja nach Markal aus anderen Gründen gekommen. Was wir jetzt aber gar nicht mehr in der Folge schaffen, weil ja schon wieder so viel passiert ist. Ich stelle mich jetzt nur oben in den Raum. Hier rein. Und dann beenden wir diese Folge. Ja, spannend. Also da ist wieder einiges passiert hier in der Folge. Ne? Also wir haben zum eiskalten Mörder sind wir geworden, indem wir da diesen Wächter von Stenda ins Zeitliche segnen haben lassen. Dann haben wir mit Molag Bal hier zu tun und über Boethia haben wir einiges erfahren. Also ganz spannende Geschichte. Ich bin echt, also recht aufgeregt, was jetzt da noch passiert. Na, jetzt müssen wir irgendwann einen anderen Priester daher holen, irgendein Ritual erfüllen lassen. Ich bin gespannt und ich hoffe ihr auch und ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Na, würde mich freuen und ich sag mal, bis dann, euer Neflatur.